Hortomobil. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe auf der Messe, muss man sagen, wir gehen auch gleich mal raus am besten und gucken uns das Fahrzeug von außen mal an. Hallo Karl, ich grüße dich herzlich. Servus. 1. April, kein April-Scherz, dass wir heute drehen. Samstag, ich komme gerne zu dir. Du bist in Landsberg am Lech, ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten von München, oder? Ja, 25 Minuten von München, Viertelstunde von Augsburg, direkt an der A96 mit 3 Standorten. Auf 25.000 Quadratmeter, man findet schon was bei uns. Ja, hast du schön gesagt. Komm, wir gehen mal raus, dass wir das mal sehen. Da sehen wir es ein bisschen besser, denn dieses Reisemobil hier ist nicht für jedermann. Also wenn man, ich sag mal, größer ist wie 1,90 Meter, dann wird es eng. Aber wenn man, ich sag mal, ich nenne dir mal so eine Zahl, 1,78 Meter, perfekt, oder? Perfekt, dafür ist es gebaut. Hortomobil ist eine neue Klasse von Reisemobilen. Wir arbeiten mit Hortomobil nun seit über 2 Jahren zusammen, haben die Fahrzeuge ein bisschen anders entwickelt für den deutschen Markt. Das sind jetzt die kleinen Ronins, die leider auslaufen werden. Da technisch aber identisch, GFK Monocoque. Alles GFK Monocoque aus einem Block gegossen, höchst stabil, natürlich wasserresistent. Das sind jetzt 2 mit Transportschäden, wie du gleich sehen wirst. Die sind hinten eingedrückt. Ja, da passiert aber nicht so viel. Ist nicht viel passiert. Denn das Coole ist, dieses GFK Monocoque ist hochgradig reparabel. Ja. Das heißt, wenn ja die Türken, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nichts Falsches sage, ja, wenn sie ja nichts können, aber sie können Schiffe bauen. Denn es ist eine Nation am Meer und die Türken können ganz viel. Also ja, gar keine Frage. Sie können GFK Monocoques bauen und das in einer Qualität mit einer Erfahrung, damit müssen die Deutschen erstmal lange hingucken. Und hier sieht man sehr schön, das Zeug ist so steif, dass wahrscheinlich, wäre jetzt hier ein Auto drauf gefahren, hätte das wahrscheinlich echte Probleme. Das war ein LKW, wo da drauf gefahren ist. Da hat es richtig Bums gemacht. Und im Prinzip ist es ein relativ kleiner Schaden geworden. Wir reden über Sicherheit. Dieses Fahrzeug, wo wir gleich mal reingehen, dass wir das mal zeigen, beim GFK Monocoque, hier ist das Gleiche passiert. Diese Fahrzeuge werden nicht zerlegt auf der Autobahn. Das heißt, du kennst das ja, ganz schlimme Schäden. Du wirst, klar, wenn du jetzt zwischen 2 LKWs kommst, hast du da auch keine Chance mehr. Aber ganz normale Verkehrsunfälle sorgen dafür, dass teilintegrierte Wohnmobile, die meisten, komplett zerstört werden. Ja. Ist natürlich ein Thema, was die Branche nicht gerne drüber spricht, aber Monocoque mache ich ja schon seit ewigen Zeiten, fast 30 Jahre in dem Geschäft. Aber wenn du mit Monocoque wirklich mal einen Crash hast auf der Autobahn, dann bleibt meistens das Gehäuse komplett stehen, auch die Möbel bleiben noch zum größten Teil hängen. Die Chance, innen zerstört oder lebensgefährlich verletzt zu werden, ist schon etwas geringer. Es ist halt wie Formel-1-Fahrzeug, es ist stabil, es ist sehr flexibel, trotz der ganzen Monocoque-Geschichte. Es ist eine neue Bauart, aber natürlich auch sehr, sehr aufwendig. Du hast nämlich zu mir gesagt, hier komm, zeig das mal. Da ist mit voller Wucht was hinten drauf und da sieht man das, da sind glasfaserverstärkter Kunststoff drin. Ja. Das ist auf Lebenszeit, passiert da nichts mehr. Das heißt, also verrotten kann es per se schon mal gar nicht. Du siehst auch hier, das Ding ist immer noch stabil, die ganze Zelle bleibt stabil, da passiert nichts. Du kannst dann mit dem Hammer theoretisch jetzt dagegen hauen. Es gibt ja so ein nettes Video von einem Mitbewerber. Das habe ich gemacht, ja. Das hast du gemacht? Ja. Das hätten wir hier auch machen können. Das ist natürlich dieses Spezielle mit Monocoque, ist eine uralte Geschichte. Es gibt ja auch wenig Hersteller mit Monocoque, die am Leben bleiben oder überleben, weil es natürlich sehr aufwendig ist, sehr unterschiedlich zum Bauen. Und natürlich auch am Schluss des Tages eine große Preisfrage ist, was kostet sowas eigentlich? Guck mal, was hier gerade abgeht. Ja, zum Glück habe ich meinen Puschel dabei. Ich zeige euch das mal. Das ist mein XL-Windschutz, den ich immer mit da drauf habe. Und selbst der hat es ja. Hier Gladiator, das gleiche Prinzip, also eine Aufsatzkabine. Ja, wenn du dich jetzt umdrehst, Gladiator zum Ronin, es ist im Prinzip die gleiche Kabine. Das gleiche Prinzip gebaut, was natürlich sehr clever ist. Du nimmst die Kabine entweder auf dem Pickup, was ja ein Riesentrend ist. Diese Kabine passt auf jeden Pickup im Moment, was es handelsüblich gibt. Auf VW, auf Nissan, auf Isuzu, Toyota. Toyota nicht zu vergessen, Mercedes. Ich glaube, dann haben wir fast schon alle genannt. Mitsubishi. Das ist natürlich eine hochinteressante Geschichte, die ist flexibel, ist komplett auch autark. Also überall ein Autarksystem von Dieselheizung über Solaranlage und so weiter ist alles an Bord.
So, wann kamst du auf die Idee, Reisemobile Läden zu eröffnen? Tja, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich war früher mal bei einem amerikanischen Autokonzern und bin eigentlich wie die Jungfrau zum Kind in diese Branche gekommen. War in Italien mit einem Händler unterwegs, der ein Ahornblatt am Fahrzeug hat. Und so habe ich die Italiener kennengelernt. War dann der erste Importeur für viele Marken wie McLewis, Benima, Mirage und. Und schon lange Zeit, ja. Komm, wir gehen mal rein. Jetzt geht's richtig ab hier. Und hier, guck mal. Es geht richtig ab, aber der Frühling kommt, er ist nicht mehr aufzuhalten und das wird auch bitter nötig sein, denn die Saison in diesem Jahr ist wieder normal wie vor 3-4 Jahren. Also es war ja aufgrund der Pandemie, alle hatten viel Zeit, hatten viel zu tun, war das Ganze natürlich extrem durchgehend. Das heißt, ihr habt die letzten 2 Jahre quasi gearbeitet und jetzt ist wieder mehr so im Winter wieder ein bisschen weniger, im Frühjahr ein bisschen mehr, wahrscheinlich im Herbst geht es auch wieder ab, oder? Ja, es läuft kontinuierlich eigentlich über das ganze Jahr. Es hat sich natürlich geändert. Der große Hype oder ich suche und muss finden, der ist vorbei. Wir arbeiten wieder ganz normal auf normalem Niveau, was uns auch ganz recht ist. Wir haben wieder Zeit, schöne Projekte zu machen. Wir haben wieder Zeit, außergewöhnliche Fahrzeuge mit zu konstruieren. Man geht wieder ein bisschen weg von der Massenware. Alles immer gleich, immer gleich, immer gleich. Und da stehst du natürlich vor dem richtigen Exemplar gleich dazu. Ja, das ist der VW Transporter. Er hat demnächst End of Life. So viel kann ich sagen, denn ich gucke mal gerade auf das Fahrgestell. Lass mal kurz mal gucken. Wenn da nämlich ein X ist, da ist ein X drin, hast du gesehen? Der wurde in Polen gebaut, ist dann in die Türkei überliefert worden. Das ist also wirklich international. Wenn ein X drin ist, ist immer, könnt ihr im Fahrzeugschein gucken, ist der VW aus Polen. Das ist ein ganz tolles Fahrzeug, muss man sagen. Das ist nämlich eine Doppelkabine, eigentlich, was war das hier, wahrscheinlich eine Pritsche oder Fahrgestell? Das war ursprünglich mal als Pritsche gedacht. Die wurde dann demontiert, die Arbeitsplatte drauf. Und wir haben den dann mit Hottomobil umgestaltet in diese 4-türige Version. Die Grundidee war, 4 sichere Sitzplätze zu machen. Man kennt ja das Problem manchmal mit Kids dabei, die man dann hinten schon fast festknebelt am Sitz. Man hat eine komplette Zelle, was ja immer wieder die Sicherheitsfrage ist, wenn wir schon beim Thema Monocoque sind, mit Sicherheit. Da oben drüber ist Metall. Also das ist diese crash-getestete Zelle. Genau. Da ändert sich nichts, oder? Da haben wir nichts verändert. Du hast hier Metall. Der Monocoque liegt da oben auf. Du hast eine komplette Sicherheitszelle, wie sie jeder kennt beim T6. Du hast den Fahrkomfort eines T6. Du hast tolle Sitze drin. Mega viel spacigen Raum. Guck mal hinten, da ist ja wirklich ein Tanzsaal zum Sitzen. Du kannst Kindersitze unterbringen, du kannst einen Hund mit reinnehmen. Wir haben auch Leute, die schmeißen die Sitze raus, nehmen Fahrräder mit. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Also die typische Doppelkabine, die hier da ist. Hier oben siehst du auch den Stahl, der hier verbaut ist. Das heißt, du hast diese hochfeste Kabine plus eine hochfesten Monocoque. Das heißt, alles wurde zu einer Einheit vergossen quasi. Und dadurch hast du diesen passiven Schutz, den kein Wohnmobil Stand heute bieten kann auf dem Markt. Also dieser Monocoque hat quasi Steifigkeitswerte besser als Stahl. Absolut. Es ist fester wie Stahl, es ist aber auch flexibel. Wenn du einen Crash hast, gibt es etwas nach, aber federt wieder zurück. Ist wie ein Gummiball quasi. Und hat natürlich den anderen Vorteil, du hast wenig Kälte-Wärmebrücken drin und alles diese technischen Features, die es natürlich beim Monocoque gibt. So, ihr habt leider aufgrund der Gefahr, dass hier Wasser einbrechen kann, keine Dichtigkeitsgarantie, korrekt? Nein, wir haben 7 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Wie kommst du wieder auf die Idee? Das war ein Scherz, weil 1. April ist nämlich, okay. Weil das Ding kommt ja aus dem Bootsbau, das ist ein umgekehrtes Boot. Ja, du könntest es wahrscheinlich umdrehen. Jetzt wird es wahrscheinlich viele Leute falsch verstehen. Wir können auch auf der Isar oder im Ammersee schwimmen oder am Starnberger See. Nein, nein. Aber es wäre theoretisch möglich, wenn man das Ding abdichtet, könnte es auch schwimmen. So, und das ist natürlich, hier sieht man das GFK. Das ist richtig, das ist für die Ewigkeit gebaut. Also eigener Fahrzeugbau, da ist nichts von der Stange. Das Ding wird wahrscheinlich uns alle überleben, oder? Könnte sein. Am Schluss steht er noch da. So, und dann, wie viele hast du denn noch bekommen? Weil, ich sag mal, es ist gar nicht so einfach, die zu kriegen, weil der T6.1 natürlich unglaublich gefragt ist oder der T6 überhaupt. Hast du noch ein paar bekommen? Also, die Serie ist limitiert, wie der Ronin draußen, auf 70 Fahrzeuge für dieses Jahr. Es sind, glaube ich,
20, 25 im Moment noch übrig, der Rest ist verplant. Ist natürlich ein tolles Konzept. Man hat uns immer gesagt, ach, der wurde einen anderen Hersteller nachgebaut. Es gibt keinen Hersteller, der ein ähnliches Auto baut. Vielleicht von der Form, aber es ist eine komplett eigenständige Produktion und ein komplett neues Fahrzeug. Ja, wie bei allen Fahrzeugen von dir, die Form folgt der Funktion. Du hast also auch für große Menschen, ich war eben mal drin, es geht. Ich bin also mit Schuhen 1,90 Meter. Das Einzige, wo es ein bisschen eng wird, ist in der Dusche, wenn ich duschen will. Auf die Toilette geht noch. Ich könnte mich sogar noch drin duschen, das wäre kein Problem. Aber ich kann nicht mehr ganz aufrecht stehen. Das ist aber bei 1,90 Meter, man muss es mal ausprobieren. Man muss es selber mal ausprobiert haben, oder? Sven, kein Problem. Du kannst jetzt gerne hier mal duschen. Ich filme dann weiter und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Ist ja kein Thema. So geil. Preis? 1. April nicht verkehrt. Wo liegen wir hier preislich? Wir starten bei 85.000 Euro. Schon in dieser Ausstattung, wie sie ist. Sprich Solaranlage, Dieselheizung, Kompressorkühlschrank, Markise. Lithium. Eigentlich Lithium auch schon an Bord. Wir sind eigentlich schon vom ersten Moment an autark. Ja, der Spaß beginnt schon beim Einstieg. Hier hast du echtes Teakoil zum Einstieg. Das hier innen auch alles GFK, dann eine Marke, die wird uns in der Zukunft immer öfter begleiten, ist Behemi. Das ist quasi der, der Lippert bei den Türken. Ja, muss man ganz fairerweise sagen, wir sind total begeistert von den Türen und Fenstern. Nicht nur, dass sie etwas günstiger sind, die Dinger sind wirklich gut gebaut und sehr servicefreundlich. Kann sie mal zuschlagen für mich? Ja. Ja, bitte mal ganz feste, weil so muss das sein, oder? Ja, so muss das sein. Und du siehst, jeder kennt das Problem. Ab und zu haben wir ja Probleme mit den Griffen bei bestimmten Herstellern. Hier gibt es auch die Service-Schrauben gleich dahinter versteckt. Du nimmst die einfach nur raus, kommst überall hin. Die Türen sind auch zum Zerlegen. Nicht wie bei vielen Herstellern, dass es nicht mal mehr Schrauben gibt, weil alles zusammengeklebt ist. Also die ist wirklich auch servicefreundlich für uns. Ja, die Türken bauen alle ein bisschen rustikaler, das hast du denen abgewöhnt. In einem langen Prozess, hast du mir erzählt, haben wir auf europäische Spaltmaße reduziert, denn das sind richtige Handwerker. Also da kannst du beim Möbelbau, das ist noch so wie früher wurde da gebaut. Also ich hoffe, ich habe nichts Böses gesagt, ja. Aber wenn du da reingehst, das ist was ganz anderes wie alles, was du sonst siehst, oder? Richtig Qualität. Ja, man muss natürlich sehen, Türkei ist ein Handwerksland. Irgendwann wird, wie viele ja sagen, Türkei wird irgendwann mal das China Europas. Aber dort wird natürlich noch sehr viel mit Handwerk, Handarbeit, Schreinerarbeit und so weiter gefertigt. Man sieht es manchmal auch, aber das ist natürlich auch richtig, wo man sagt, ich gehe da rein, das ist Schreinerqualität, das hat was. Und auch das ist doch um Lichtjahre besser, wie das, was ich vor 3 Jahren gefilmt habe. Ja, absolut, absolut. Also ich war teilweise mehr in der Türkei wie hier in Deutschland. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Qualitätskontrolle, das ist das ganz, ganz Wichtige. Und du bist auch ein großer Mann. Du bist über 1,80 Meter, glaube ich, jetzt mit Schuhen. So, und du hast richtig Platz hier. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht gesagt, dass er klein ist. Ich habe nur gesagt, dass wenn man duschen möchte, dann, wenn du mal gerade in die Dusche gehst. Also da ist eine richtige Duschabtrennung drin. Das ist das Bad und das kenne ich vom Affinity. Das ist ungefähr das Höhenmaß vom Affinity. Und ganz ehrlich, lieber eine kleinere Dusche als gar keine. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn du unterwegs bist, hast keine Dusche. Ja, man muss natürlich auf der anderen Seite umgekehrt die Leute sehen. Viele erzählen uns immer, ja, ich brauche keine Dusche, ich brauche kein Bad, ich brauche nichts. Ich gehe am Campingplatz. Und dann haben wir eine Befragung gemacht, wie lange sind die Leute eigentlich im Bad oder auf der Toilette? Das ist im Schnitt zwischen 3 und 5 Minuten am Tag. Somit bleiben dir 23 Stunden, 57 Minuten wesentlich mehr Platz im Fahrzeug. Geh mal bitte rein, dass wir das mal sehen. Denn du nicht viel Spaß bei mir haben, wenn ich da reingehe? Ja, du bist ein kräftiger Mann. Das ist ein guter Effekt von der Höhe, will ich mal gerade gucken. Das geht. Kein Thema. So, Beinfreiheit, auch hier die Toilette. Setz dich ruhig mal. Ja. Ich verabschiede mich mal kurz. Ja. Nein, jetzt funktioniert hier wunderbar. Du hast also hier überall Platz. Du kannst auch hier noch duschen hier drin. Komm auch noch rein, wir duschen jetzt zu zweit. Nee, zu zweit geht's wirklich nicht. Aber das Coole ist ja, wenn du hier auflässt, kannst du den Raum ja mit integrieren ins Badezimmer. Also das ist der Vorteil. Klar, du kannst dich hier jetzt abtrocknen, du kannst rausgehen. Letztendlich hast du den ganzen Raum. Du kannst hier Seife, Seifenspender, alles unterbringen. Du hast schon den Platz. So, wir sprechen hier über handwerkliche Qualität. Wenn man hier mal so Beispiele mal zeigt, wie zum Beispiel diese
Wie diese Verkleidung hier an der Seite, also am Einstieg, dass man sich nicht in den Kopf stößt. Ja, das ist natürlich hier nochmal schön gepolstert. Es ist jetzt nicht unbedingt gedacht, dass du den ganzen Tag da durchgehst. Ist ja auch nicht in der Praxis so, dass du immer zwischen Kabine rein und raus gehst. Aber es ist ein kleiner Kopfschutz dort mit gepolsterten Kanten schützen, damit es natürlich nicht gleich Aua macht. Es geht darum, wenn ich will, kann ich im Fahrzeug einfach durchsteigen, wenn ich das möchte. Wenn ich das nicht möchte, gehe ich außen rum. Dann habe ich natürlich die große Tür, die ich dann habe. Ich habe hier ein unglaublich großes Bett. Also wir reden ja hier über ein extrem kompaktes Fahrzeug. Also das ist ja ein Fahrzeug, was viele im Alltag auch benutzen werden, oder? Ja, absolut. Das ist natürlich wieder der typische Effekt bei dem Fahrzeug. Du hast ein riesen Bett, du hast hinten eine gemütliche Sitzgruppe und hier der Alkoven ist natürlich extremst ausgebaut, muss man sagen, und hochbequem. Das ist... Der lockt schon zum Schlafen ein. Höchste Qualität. Du kannst hier an allem rütteln, machen, tun. Also ich glaube, ihr habt so viel Qualitätskontrolle hier jetzt investiert. Das ist das Nonplusultra, das ist die Quintessenz von, wie oft warst du in der Türkei, wie viele Reisen? 60 Mal, reicht nicht. Reicht nicht. Jeder kennt ja auch, oder viele kennen unseren Servicemann, den Schmidt Kaiser, der war ja früher in der Qualitätskontrolle Alpina BMW. Die sind ja hier im Nachbarort und der ist natürlich in der Türkei sehr oft, um zu gucken, wie läuft's, was wird gemacht, Prozesse zu verbessern. Es ist auch einer der ersten Wohnmobilhersteller, die jetzt mit einem KUKA-Roboter-System arbeiten, bestimmte Bauteile zu bauen. Also wir versuchen das für Schritt immer weiter nach vorne zu bringen. Ja, ihr habt auch jetzt die Möbelfarben geändert. Ja. Ich kann mich noch an den ersten erinnern, der war so richtig schön russisch-türkisch. Ja, das ist so, da ist ein etwas, jetzt ist er komplett, ganz ohne Witz, ja. Ihr habt etwas geschafft, ihr habt ein europäisches Design und das ist so gut geworden. Helles Holz, helle Farben, ich glaube, das kommt super an, oder? Der graue Boden allein, ja? Ja, es kommt super an. Wir haben natürlich viele Möbelgeschichten verändert. Wir haben überall Schwingformen mit reingebaut. Hier, du siehst auch von der Qualität her wieder. Wir haben so kleine Geschichten gemacht. Wieder den zwei Flammenkocher natürlich integriert. Abdeckplatten drauf. Alles den Platz natürlich ein bisschen anders ausgenutzt. Die Kantenformen sind anders geworden. Die Schubläden laufen jetzt wirklich exakt zu. Und boah, das ist echt gut. Karl, du magst mal Platz nehmen in die Ecke, sag mal so lieb. Das Coole ist, dass du jetzt von der Form her mal nicht so bist wie die Simone, die wir das letzte Mal mit dabei hatten. Du bist ein bisschen kräftiger, das weißt du. Ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues. Und 5 Gramm mehr. Und viele deiner Kunden sind auch ein bisschen kräftiger, ja. Und man kann hier auch als etwas kräftiger Mann, hat man Platz, oder? Du kannst dich hier mal reinknuddeln, du kannst hier Platz haben, du kannst rausgucken. Es regnet ja, wir sind ja nicht jeden Tag bei Sonne unterwegs, wie man hier in Landsberg sieht. Du kannst hier mal ein bisschen lesen, du hast Lichter drin, du kannst auch alle Heizungen, Bedienungselemente von hinten einschalten und so weiter. Es ist halt einfach für gemütlich gedacht. Boah, was ich liebe, ist das Raumgefühl. Deswegen ist es so gut, dass hier offen ist, dass du durchgucken kannst. Das gefühlte Raumgefühl hier ist unendlich. Also wir sind ja, auf welcher Länge sind wir hier? Wir sind bei 6,50 Meter. 6,50? Jupp. Ich bin... Total geflecht. Sag mal, Zuladung, geht da noch ein bisschen was? Ja, wir liegen so im Moment bei 3050 Kilo, aber da ist ja natürlich voll Dieselheizung und so weiter, Markise. Da ist natürlich schon noch ein bisschen was drin. Mhm. Sag mal, 4,25 Tonnen, das große Thema. Könnte man ihn mit vielleicht einer Luftfeder und ein paar Maßnahmen noch ein bisschen auflasten? Da muss man mit VW noch ernst sprechen und auch natürlich mit dem TÜV. Bis jetzt war das Thema beim VW nicht relevant. Aber es wird natürlich bei Fiat und bei allen anderen Herstellern großes Thema werden. So, ich habe nämlich rund um München nämlich einen Kfz-Betrieb, ich will jetzt keinen Namen nennen, haben wir gefilmt am Freitag. Die machen Motortuning und alles drum und dran. Unter anderem machen die Luftfedereinbau. Und die habe ich mal so ein bisschen auf das Thema gebracht, weil das wird das Thema werden in deiner Werkstatt im nächsten Jahr oder auch schon dieses Jahr. Auflastungen von Fahrzeugen, die dafür gar nicht gedacht waren. Wie zum Beispiel ein Leitchassis irgendwie, die irgendwie kommen. Aber das Thema 4,25 Tonnen mit dem B-Führerschein, warum hat das so lange gedauert, deiner Meinung nach? Weil ihr habt ja gedrückt vom Verband, oder? Ja, natürlich haben da alle Leute gedrückt und gemacht. Das ist schon klar. Ist natürlich ein heißes Thema, muss man immer wieder sagen. Auch, ja, wir haben es lange nicht verstanden, warum man es nicht schon früher eingeführt hat.
Man muss heute sehen, die Fahrzeuge werden größer. Auch, ja, auch die PKWs oder SUVs werden immer größer. Guck dich mal um, was heute für riesen SUVs, BMW X7 rumfahren. Die sind ja schon in Wohnmobilgröße. Und Gewicht ist dann eine sekundäre Geschichte, meistens auch bei den Fahrzeugherstellern. Aber hier sollte man doch jetzt schon ratsam sein, bei vielen Fahrzeugen doch gleich die 4,4 Tonnen zu ordern ab Werk. So, bleib mal gerade da sitzen. Da habe ich ein bisschen mehr Möglichkeit zu filmen. Denn das Coole ist, dass du jetzt auch jetzt direkt an den Kühlschrank rankommst. Heißt also, wenn du hier sitzt und willst mal eine Cola graben, einfach öffnen, das funktioniert, oder? Ja, du kannst hier gleich dein Bierchen rausholen, überhaupt kein Problem. Also alles eigentlich in Griffnähe, siehst du? Stauraum habe ich hier jetzt noch, Thema Fahrräder. Wo würdest du die unbringen? Hinten auf der Kupplung? Oder? Ich würde die hinten auf der Kupplung oder an der Rückwand eine Fahrradträger anbringen. Ist bei dem kein Problem. Monocoque und Fahrradträger ist kein Problem. Du hast viele Schränke. Ist hier unter dem Sitz, ist da noch Platz oder sind hier die Tanks? Da sind die Tanks drunter. Es ist ein bisschen Platz. Da, wo du jetzt drauf sitzt, ist eine Ladefläche auch von hinten zum Zuladen. Also ein bisschen Platz ist immer noch. Die können wir uns gleich mal von außen nochmal angucken. Fahrzeug, wie es hier steht, wo geht's los und was kostet der hier? Liegen wir bei 85, der hier liegt bei 89. Das geht ja noch. Also wenn du überlegst, für in Handarbeit gebaut, auf einem Kult-Basisfahrzeug, also der VW, ist das ein T6.1, der hier dann? T6.1. Nochmal, du kriegst ein T6.1. Ja. Du kriegst, warte, ich guck mal gerade die Ausstattung. Ihr habt wahrscheinlich jetzt hier wahrscheinlich einen Handschalter drin. Ein Handschalter drin, aber okay, das heißt also, ich kriege ein Kultauto und du weißt ja selber, was die kosten mittlerweile, wenn du T6 neu bestellst, als wenn du überhaupt noch einen kriegst, dann bist du hier wahrscheinlich auch schon bei 55, oder? Ja, bist du normalerweise bei der Basis schon dabei. Wenn du überhaupt noch einen kriegst, ja, das ist so. Hast du genug im Vorlauf? Wie gesagt, wir haben noch 25 frei, der Rest ist alles schon vergriffen, geht an Händler und an Kunden quer durch Europa, aber viele sind es nicht mehr. COC hat er eine. Na, selbstverständlich. Alles bei uns hat COC. Ja, ich sag das nur, weil das war ja oft das Problem, dass viele Basisfahrzeuge keine Zulassung mehr bekamen, weil die Abgaswerte nicht eingehalten worden sind. Das ist alles kein Thema. Kein Thema. Da müssen sie schon zugelassen sein. Du weißt, okay. Stichtag war vor kurzem. Ah, sehr schön. Das heißt, ihr habt einen Zulassungsmarathon gehabt. Wir hatten eigentlich fast keine Zulassung. Wir mussten aus dem Bestand von ungefähr 400 Fahrzeugen ein einziges zulassen. Das ist denn klar. Jetzt, Hand aufs Herz, da kannst du nichts falsch machen. Also wenn du auf diese Fahrzeugklasse stehst, kompakt, du willst außergewöhnlich sein, du willst schmal sein. Wir reden hier über Italien, Spanien, immer einen Campingplatz kriegen, immer. Wenn die Frage kommt, wie groß ist ihr Reisemobil, 6 Meter, da kriegst du immer einen Platz. Ja, man kann ja die 40 weglassen, die Zentimeter. Ja, du kriegst hier natürlich, der hat einen ganz anderen Charakter. Der ist schon mal interessanter zum Angucken. Viele Leute lieben dieses Fahrzeug alleine schon von der Form und natürlich, weil VW draufsteht. Auch wenn du freier Wildbahn irgendwo stehst, der ist ja komplett autark. Du hast die Dieselheizung, Lithium, du hast Solar, du hast eigentlich schon alles an Bord. Dieselheizung ist hier drin. Dieselheizung natürlich. Mach mal auf, da ist ein Kleiderschrank hinter dir. Ein Kleiderschrank. Ziemlich cool. Also das ist doch das perfekte Auto, wenn du unterwegs bist und du bist Reisender zum Beispiel. Bist oft unterwegs und willst auch mal schnell fahren. Wir sind ja unter 3,5 Tonnen hier, das heißt, ich kann so schnell fahren, wie ich will. Aerodynamisch ist er auch noch? Ja klar, durch die Monocoque-Form, was er vorne hat und im VW drunter. Auch vor allem der kleinere, der Ronin, der ist ja im Prinzip hier das gleiche Fahrzeug wie hier. Der ist dann nur 5,40 Meter, das muss man immer sehen, aber auch die gleichen Ausstattungsfeatures drin. Das sind schon zwei neue Klassen, was es gibt an Fahrzeugen, die mit Sicherheit ihren Weg machen werden. So, jetzt ist ja der Next End of Life hier mit Volkswagen. Habt ihr schon da was in der Pipeline? Darfst du nicht drüber reden, ne? Ja, es kommt der Nachfolger raus. Es ist nicht so dramatisch. Gut, also ich lasse das mal offen. Auch hier die ganzen Einfassungen hier von den Türen. Das ist die Technik. Da ist eine Ebersbecher Diesel-Standheizung drin. Dann die Schalter liebe ich. Ihr habt diskrete Schalter eingebaut, wie zu Hause. Ja, es funktioniert vor allem, das muss man immer sagen, keine Fummelschalter oder was, sondern die Dinger funktionieren. Warum soll man irgendwelche teuren XY-Schalter nehmen, wenn es mit haushaltsüblichen Geschichten genauso funktioniert? So, also hier hast du ein Bett, das ist wirklich tolles Fahrzeug, Hut ab, muss ich sagen. Ihr habt das so toll entwickelt, die Qualität,
hier klappert nichts, hier ist wirklich alles perfektioniert und ihr habt schöne Farben mittlerweile. Was ist denn das hier für ein Tischlein? Und kann ich die Sitze hier drehen, hier in dem Fall? Du kannst die hinteren Sitze nicht drehen, das ist eine Option. Du kannst das zusätzlich bestellen, ist bei dem Fahrzeug noch nicht möglich. Man kann es nachrüsten. Es ist zum Nachrüsten, wir warten noch auf die Drehgestelle. Hier wird es auch zwei Optionen geben für ein Schuhkästchen, was hier eigentlich vorgesehen war, dass du hier Schuhe reinstellen kannst, wie du zu Hause hast, hochkant. Wie gesagt, das hier ist der Prototyp. Da sind wir immer noch ein bisschen am Feilen, was wir dann noch in Zukunft verändern werden. So, Lieferzeit, wann kommen die? Also wir liefern permanent aus. Die letzten werden vom Band laufen, voraussichtlich Juli, August. So, und auch hier oben ist GFK, Dach ist auch GFK. Selbstverständlich. Mach mal. Ist krank, oder? Das ist halt einfach Qualität. Cool. So, tja, komm, wir gehen mal raus, zeigen noch hinten das Fach. Das wollen ja viele sehen mit dem Staufach. Und also Lithium dabei, Markise dabei, eine Fiamma ist hinten drauf. Dann hast du hier das Staufach, das abgeschlossen ist. Das ist natürlich abgeschlossen, super. Ja, ist aber es. Aber das Staufach geht komplett durch bis zum Sitzanschlag drin. Echt? Durchgehend? Durchgehend. Hm, das ist alles frei. Genau. Da dürfen wir mal reingucken, ausnahmsweise. Weil du. Kriegt man Schlüssel organisiert, wird es schwierig. Wird schwierig. Okay. Also nicht so schlimm. 1. April 2023. Guckt euch übrigens das Video an. Wir haben ja schon ein Video gedreht über den auf dem Stand. Hotto Mobil. Interessanter Name, aber ernst zu nehmen, oder? Hotto wie Hotel und Mobil wie Mobil. Ach, da kommt es her. Nicht hot wie heiß. Nein. Das ist. Die Namensfindung war Hotto wie Hotel und dann Mobil einfach ein mobiles Hotel. Tschüss, Karl. Wir sind bei Lamaka in Landsberg am Lech. Das Ganze bekommt ihr hier in der Ausstellung. Und wie ihr seht, es fühlt sich so langsam. Ja, du, 1. April, es zieht jetzt richtig an bei dir, ne? Ja, es ist jeden Tag richtig viel los im Moment. Ein Rein und Raus, aber so muss es ja auch sein. Tschüss, Karl. Ciao, ciao.